Hier ist wieder Plain Prawn, heute mit einer neuen Let's Play Folge, heute mit der Alfa Romeo 4C. Ja, wir gehen heute wieder auf die Technikdaten ein, wir schauen uns schon ein bisschen den Wagen an und dementsprechend, ja, wird es heute ein bisschen interessant nach diesem Fiat Abarth. Ja, wir müssen jetzt erstmal die technischen Daten so ein bisschen erstmal erklären. Wir haben ein spezielles Fahrzeug, der Alfa Romeo 4C, also das Fahrgestell des 4Cs konstruierte das Unternehmen Dallara. Ja, Dallara. Also nicht von Alfa gebaut, sondern von Dallara, also aus dem Motorsport. Und es besteht aus einem Monocoque aus kohlenstoffverstärktem Kunststoff, das 65 Kilogramm wiegt. Also wie ist es verdammt leicht gefertigt, wird es in Nepal durch das Unternehmen Adler Plastic. Die vordere und hintere Rahmenstruktur ist aus Aluminium beschaffen. Und dementsprechend wird es sehr, hab ich schon mal einen Teil des Aufbaus des Fahrgestells schon mal gesagt, weil Alfa Romeo hat den Wagen gebaut, wird aber von, ich glaube, Abarth oder Alfa gebaut, oder von Ferrari. Egal. Aber wir gehen jetzt mal zu den technischen Daten. Alfa Romeo 4C, ein Mittelmotorsportwagen, der seine technischen Daten schon im Namen teilweise hat, zum Teil hat. Und ja, das C steht für den Vierzylinder unter der Haube, den wir haben. Und wir gucken mal hier, wir sind heute im Dunkeln. Also man sieht nicht viel vom Motor, aber ich gehe mal auf den technischen Daten ein. Wir haben unter der Haube einen 1,8 Liter Turbomotor, den wir aus einem anderen Alfa Romeo kennt, aus der Alfa Romeo Giulietta. Dementsprechend leistet dieser Motor 177 kW, also 240 PS und bringt 350 Newtonmeter auf die Hinterachse. Von 0 auf 100 hechtet der Wagen 4,5 Sekunden und Topspeed liegt bei 258 km/h. Der Wagen muss lediglich so zwischen 970 und 1020 Kilo in Bewegung setzen. Jo, das ist schon wenig Gewicht, was er in Bewegung setzen muss. Und wir wissen, das ist ein Motor von der Giulietta. Und in der Giulietta muss dieser Motor ja deutlich mehr Gewicht in Antrieb. Ja. Dementsprechend, ja. Der Motor leistet ja hier nur 4 kW mehr aus der Giulietta. Ja, nur 4 kW, paar Kilowatt mehr, weil in der stärksten Giulietta, wenn ich jetzt gucke, leistet der Motor auch 240 PS, aber 4 kW mehr, da leistet er 273 kW, also 235 PS. Wir haben den aus dem Quattrofoglio-Programm. Die späteren Motoren der Giulietta war der hier. Und ja, wir machen wieder die Haube zu. Ganz einfach gehalten, wenig Fahrkomfort. Und was ist das für ein Fahrzeug? Was haben wir denn? Und dann haben wir alles verwaltet mit einem 6-Gang-Doppelkupplungsgetriebe, wird es verwaltet. Die Leistung dementsprechend wird sehr interessant, auch wie er auch fährt. Ja, aber an was für eine Fahrzeugklasse, wollte ich eben sagen, gehört dieser Alfa Romeo 4C. Wir haben schon mehrere Fahrzeuge dieser Klasse schon mal gefahren. Er sieht auch von innen sehr schön aus. Also es muss schon sein. Er sieht sehr, sehr schön aus. Wir haben auch extra von Alfa Romeo noch zusätzliche Anbauteile. Die werden aber wir diesmal nicht dran machen. Und ja. Aber mit was für Fahrzeugen ist er denn eigentlich, sind seine Konkurrenten? Ja, die Konkurrenten für ein Alfa Romeo 4C. Das kann ich jetzt euch jetzt mal sagen. Ist der Porsche Cayman? Ist die Alpine A110? Diese zwei ganz bekannten Sportler, das ist ein Sportwagen auch, dann Audi TT, RS, aber ihr entfernt den mal, der hat ja ein paar Sitze mehr, es war Lotus Elise, oder der Exige jetzt, wie heißt jetzt der Konkurrent zu dem, Exige oder Elise? Ich muss mal zu kurz zu Lotus gucken, weil, also Lotus meine ich, auch wenn sie nicht mehr so leichte Autos bauen. Imbira? Nee. Ja, das ist der Lotus Exige. Aber der ist auch eigentlich völlig drüber schon. Eigentlich die Elise. Eigentlich Lotus Elise, die wir nicht im Spiel haben. Ja, mal gucken. Lotus. Jetzt. Haben wir die nicht im Spiel, die Elise?
Sacre bleu, wir haben nur nicht. Also dann wäre es halt hier der Lotus Exige, wäre jetzt auch der Konkurrent. Deutlich stärkerer Motor und dementsprechend. Also eigentlich, ja. Dementsprechend. Eigentlich Elise, dann hier der Exige hier im Spiel hier, aber ja. Ich habe schon die anderen zwei Konkurrenten ja genannt, Alpine und Cayman vom Porsche, der Porsche Cayman, und das C steht für Zylindre. Für Zylinder. Zylindri. Und dementsprechend, ja. Es ist halt Tradition. C steht für Zylindre und die 4 für 4. Wir haben einen Vierzylinder. Dementsprechend sind wir jetzt auf der Teststrecke und wollen mal wissen, was dieser 1,8 Liter Turbomotor so bringt. Launch Control Start. Ja, im Abarth hatten wir ja 1,4 Liter, jetzt haben wir mal 1,8 Liter mehr Hubraum. Und es wird ja sehr interessant, weil dieser Hubraum hat so viel Hubraum, hat auch der gebaute Alpine A110. Nur halt der Unterschied ist, der Alpine A110 hat ja den Motor vom Renault Megane RS auch. Mit etwas weniger Leistung, aber sind ja von der Leistung her gleich. Aber von der Bauzeit her ist der Alpine der jüngere Wagen, aber trotzdem sind beide vergleichbar. Als selbes Fahrzeugkonzept. Und bin halt gespannt, wie schnell hier die ist der 4C ist. Und ja. Und der klingt schon mal gut. Das kann ich schon mal sagen. Und man hat sich ja nur aufs Nötigste hier sich beschränkt hier im 4C. Man hat quasi auch ein Parrot-Radiosystem drin. Vom Parrot, die Parrot-Radio. Dass man quasi Navigation alles übers Handy, also im Radio hat nur, also der Rest funktioniert nur übers Handy hier. Radio hat das Auto ja, aber der Rest wie Navigation und so läuft übers Handy. Um Gewicht zu sparen. Ja, kann man auch machen. Bin mal jetzt mal gespannt, was er hier für eine Rundenzeit brennt. Wir sind in der A-Kategorie, dementsprechend genauso gleich stark wie der Alpine A110. Und ich bin mal gespannt, ob er auch den Porsche Cayman schlagen kann. Wir haben den Porsche Cayman GTS und den GT4. Und welcher von den Caymans eher der vergleichbare ist? Ich bin der Meinung, eher der Cayman GTS. Aber ja, genügend Power. Wir haben einen 6-Gang-Schalt-Doppelkupplungsgetriebe. Also ein sehr schnell schaltendes Getriebe. Bin mal gespannt. Wir lassen ja hier richtig fliegen. Und ich hoffe mal, dass ich bald alle italienischen Fahrzeuge bald durch habe hier mal. Also zumindest die man kostenlos reinkriegt. Dass ich bald keine Doppelfolgen mehr hier raushauen muss, weil das ist schon anstrengend, doppelte Folgen hier rauszuhauen. Aber es macht schon Spaß, wenn man hier die Fahrzeuge schon fährt. Wow.
So, und mit einer Minute 2156 kann ich schon mal sagen, er ist nicht so schnell wie ein Porsche Cayman GT4. Also wir müssen irgendwo im GTS-Bereich von Porsche sein und irgendwo beim Alpine dementsprechend. Schauen wir mal, wo er sich halt dann positioniert. Also meine Alpine wäre sogar noch ein Ticken langsamer gewesen als der Porsche. Aber trotzdem. Er führt sich wie auf China, macht richtig Spaß im Kurvenfahren, er fährt sehr direkt in den Kurven und so. Was mir aber ziemlich aufgefallen ist, dass er sehr gut eigentlich auf der Straße liegt. Also ich konnte ja nicht meckern. Auch für Leute, die im Spiel hier dieses Auto fahren und mit Hinterradantrieb nicht so gut klarkommen, ist das Auto fast perfekt. Du kriegst ja nicht aus der Ruhe. Aber das ist jetzt dieser eine Haken für Leute, die nicht so viel Fahrerfahrung haben hier im Spiel. Dafür mit Hinterradantrieb ist der Wagen ja fast schon perfekt. Fast schon perfekt. Für Leute, die aber Fahrerfahrung haben und die wollen es richtig krachen lassen, ist der Wagen zu ticken untersteuern, weil er tut sich ziemlich stark untersteuern vom Fahrgefühl und untersteuert er, aber dafür kriegt er die Leistung gut auf die Straße dementsprechend. Dafür hat er sehr gute Bremsen und die Getriebeübersetzung, also der erste, zweite und dritte passen gut, aber der vierte Gang ist so halt der Gang, ja, wo passt der Gang am besten hin? Auf, bei meiner Strecke und ja, da hätte ich fast schon überlegt, ja, für mich passt nicht ganz die Getriebeübersetzung. Aber für ganz enge Kurvenkombinationen merkst du aber, die ersten drei Gänge passen gut zueinander, aber der vierte Gang, wenn du mal ein bisschen eine flottere Strecke hast, wo es auch schön kurvig ist und bis dem vierten, ja, also der vierte Gang, man muss halt überlegen, für was da gut ist eigentlich. Aber du bist ja in den ersten drei Gängen schon flott unterwegs und bist im Überlegen. Wahrscheinlich bleibst du einfach im dritten Gang oder fährst im vierten die ganze Zeit, dann passt's dann. So, jetzt fahren wir den mal im Highspeed-Bereich und schauen mal, wie er sich da verhält. Ja, und ich muss schon sagen, der Motor hat da auch einen ordentlichen Durchzug. Auch der zieht auch immer noch ordentlich durch, am vierten Gang zieht er noch durch, aber ob er in den höheren Geschwindigkeiten genügend Durchzugskraft hat, das sehen wir erst später, weil wir wissen ja, der 1,4 Liter Motor im Abarth, da bin ich eher der Meinung, das liegt so ein bisschen am Getriebeübersetzung halt, dass er nicht so durchzugskräftig ist und an der Karosserieform. Wenn wir den Motor jetzt einfach hier in den 4C, glaube ich, reingeworfen hätten, der hätte vom Gewicht her ein bisschen mehr zu tun gehabt, aber von der Karosserie her, von dem Luftwiderstand, also von der Aerodynamik weniger Probleme her. Nur schauen wir. Vierter Gang. Und mein, das meine ich ja. Der vierte Gang ist schon gefühlt sehr lang übersetzt. Das muss ich schon sagen. Also da hatte ich jetzt deutlich kürzer übersetzteren vierten Gang gern gehabt. Aber ich bin jetzt mal gespannt. Wow, 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 wow. Was habe ich gesagt? Er ist mir zu untersteuernd? Wow. Wow! Jetzt muss ich doch das korrigieren. Der hat die Tendenz ja zu untersteuern, aber der hat so wirklich so ein. Er dreht sich mit ein. In den, das Heck dreht sich trotzdem mit ein. Weil, ich will mal sagen, die Kurvengeschwindigkeit, die wir ja gefahren sind, der fuhr sich ja sehr direkt, der Wagen. Und das Heck hat sich ja nicht so richtig eingedreht. Er hat sehr viel Grip an der Hinterachse. Und da hat so ein untersteuerndes Fahrgefühl. Jetzt bin ich hier bei höheren Kurvengeschwindigkeiten, deutlich höheren, und da verhält er sich ganz anders. Er tut ja auch immer noch mit der Tendenz zum Untersteuern, aber du hast plötzlich ein aktiveres Hinterachse. Die Hinterachse wird langsam hier. Die lenkt. Die macht auch einen gleichen Turn in die Kurve, die du rein willst. Und das ist ja geil.
Das war ja auch ein Lastwechsel, also. Und ihr merkt, bei höheren Geschwindigkeiten kommt immer mehr das Heck halt. Merkst du auch. Ja, du kannst damit auch bei hohen Geschwindigkeiten eigentlich richtig Spaß haben. Das merkst du langsam gerade. Manchmal willst du so ein übersteuerndes Fahrverhalten auch haben. Auch im unteren Geschwindigkeitsbereich willst du schon übersteuerndes Fahrverhalten haben. Aber für manche ist es ja, die erschrecken sich ja deswegen. Da machen manche Hersteller, so, ich habe hier das Gefühl, das hat Alpha so ein bisschen, da ist so ein bisschen vom Grundsetup. Ein bisschen vom Grundsetup, so ein bisschen so untersteuernd abgestimmt. Aber dass er halt bei höheren Geschwindigkeiten, das merke ich jetzt so ein bisschen, dass er immer auch sehr reaktiv ist an der Vorderachse, weil er reagiert gut, aber dafür hat das Heck so, wird es langsam leichter, und dass er halt irgendwann, ja, aber wir wollten ja, so, wir wollten ja was denn. Also, je höher die Geschwindigkeiten sind, desto mehr wird er ja an der Vorderachse leiser, und desto mehr tut er ja auch untersteuern. So. Und da hat man wahrscheinlich, ich weiß nicht, wie man das gelöst hat hier beim Fahrrad-Setup hier, dass er halt bei höheren Geschwindigkeiten doch ein leichtes Turn hinkriegt, dass das Heck trotzdem kommt, aber ja. Wir machen jetzt gerade den Top-Speed-Test und schauen mal, ob er halt die 258 km/h erreicht. Ja, erreichen schon die 250. Man muss sich jetzt mal ein kurzes Statement zu solchen Motoren sagen, die eigentlich nicht weniger als 2 Liter Hubraum haben. Die meisten Motoren mit diesem geringen Hubraum erreichen manchmal gerade so die Top-Speed. Gerade so die angegebene Top-Speed. Der schüttelt schon die 250 km/h aus den Ärmeln gerade schon. Und wir fahren jetzt schon die angegebene Topspeed jetzt. Ich gehe mal einen Gang höher. Also der 6. Gang ist wieder zum Spritsparen. Die letzten beiden Gänge sind zum Glauben für den Nürburgring. Nutzen kannst. Jetzt geht's bergab. Aber trotzdem hast du einen gewissen Anpressdruck auf der Hinterachse. Das stellt ja Alpha auch sicher, dass du schon genügend Anpressdruck da hast. Aber so 260 kann ich ihn so abnehmen, 260 km/h. Also die Topspeed schafft er. Dementsprechend geht es jetzt zum letzten Rennen, und das ist das Bergrennen. Dementsprechend machen wir aber jetzt kein Bergrennen, das wäre es immer. Aber wir fahren heute mal, wo der Alpha 4C eigentlich zu Hause ist, auf der Rennstrecke und auf dem Track, auf einer Rundstrecke. Und wir machen die einzigste von wenigen Rennstrecken, die wir hier im Spiel haben, fahren wir den jetzt hier aus. Schau mal, wie er sich so auf einer Rennstrecke, ist er, glaube ich, viel eher zu Hause. Oder auf eine Bergrennstrecke ist er auch genauso zu Hause. Ich habe es ja gesagt, auf einer Teststrecke wie Rundkurs, da ist er so zu Hause, fühlt er sich fast schon zu Hause. Und da will ich jetzt mal schauen, wo seine Prämisse liegt. Also, die ersten drei Gänge, da kannst du auch auf sehr kurvigen Straßen bis in den vierten schon gut fahren. Der vierte Gang kommt dir dann ein bisschen zu lang übersetzt vor dann. So, wir haben gut gestartet und kommen auch gut vom Fleck weg. Jetzt wird es halt interessant, diese flotten Kurvenkombis zu fahren.
du bremst an, da kriegt das doch. Ja, wenn man. Ja, macht wieder sein Untersteuern. Ja, jetzt kommt wieder der Porsche, der sehr stark unterwegs ist. Hier passt die Getriebe, was sagt so bis zum vierten Gang perfekt hier zur Strecke. Weil ich habe jetzt gefragt, wieso bin ich jetzt in den fünften gegangen? Fährt sich hier. Ja, so jetzt der Highspeed-Bereich, wo halt Hubbaum jetzt mehr zählt. Ja, wir fahren jetzt mal wieder flott an die Kurve. Und durchs Ziel. Also, dementsprechend springen wir jetzt auf der Teststrecke-Tabelle und hier auf der Randstrecke fühlt das sich noch viel wohler, merkt man das schon. Hier passt sogar die Getriebeübersetzung und ich bin ja flott gefahren und dementsprechend springen wir jetzt auf die Teststrecke-Tabelle. Bis gleich. So, und nach der flotten Rundenzeit schauen wir jetzt bei dem Alfa Romeo. Schauen wir mal, wo er sich halt eigentlich positioniert. Wow. Ich habe ja schon gesagt, wir werden irgendwo im Porsche Cayman-Bereich schon sein. Cayman-Bereich ist ja unter einer Minute schon. Habe ja dann gesagt, das müsste dann in der Serie des GTS sein, des Porsche Cayman GTS. Ja, sind wir auch weit daneben. Wir sind aber trotzdem in einem sehr, sehr interessanten Bereich. Ja, da muss man jetzt sicher erstmal ein bisschen erklären. Wir haben ja den Alfa Romeo 4C mit einer 1 Minute 2,2. Und dementsprechend müssen wir mal schauen, wo sich die Giulia befindet. Die Giulia hatte ja auch eine extrem schnelle Zeit gefahren. Und die Zeit fand ich auch selber schnell. Und dementsprechend sehen wir 1 Minute 7 um die 5 Sekunden. 0,05 ist die Giulia schneller. Die ist eine Limousine und der Alfa 4C hat ja deutlich weniger Leistung jetzt. Deutlich weniger und ist fast so schnell wie die Limousine.
Das ist schon mal erstens beeindruckend und zweitens, die hat ja so richtig Spaß gemacht und hier schlagen sogar ein paar einige Fahrzeuge, die eigentlich deutlich stärker sind, aber die deutlich flotteren Fahrzeuge können wir nicht erreichen. Auch der vergleichbare Konkurrent, Alpine A110, der ist hier irgendwo weiter unten mit der 1 Minute 5,5. Und wir wissen ja, Leistungsindex ist noch 104,9. Ja, also vom Index her ist es schon klar. Aber trotzdem, wenn man halt schaut, den 4C, in der Kategorie hätte man den Namen sowieso einsortiert, bei Alpine und so, dass das Ding aber sowas von schnell auf der Strecke ist, habe ich A, selbst nicht gerechnet und B, er schlägt ja eine ganze Menge Fahrzeuge, die eigentlich deutlich sportlicher sind oder halt in der Richtung schon gehen. Zum Beispiel TTRS habe ich ja gesagt, den könnte man aber eigentlich vergessen. Jetzt können wir den fast nicht vergessen, weil der ist auch in diesem Rundenzeitbereich und jetzt das schon zu sagen, der Wagen ist ja schon sehr leicht vom Aufbau her alles. Der Cayman GT4 ist ja eigentlich schon eher der schwerere und ist trotzdem schneller und hat ja auch mehr Zylinder dementsprechend. Aber trotzdem, es ist dann trotzdem verdammt schnell für einen Wagen. Und der 718 GTS, der ist ja auch verdammt schnell und kein radikaler Sportwagen. Aber ich habe ja gesagt, wenn ich jetzt dieser Aerodynamik-Paket, was wir da drin haben, ein bisschen dran machen würden. Ich würde sagen, wir könnten kurvenmäßig ein bisschen schneller gehen, dann wären wir so Richtung Nissan Z aus dem 23, also irgendwo bei BMW. Ja, wir wären da bei der Giulia ungefähr, würde ich jetzt sagen. Irgendwo bei der Giulia landen. Und dann deutlich näher an den Porsche kommen. Aber trotzdem ist Trend zum Porsche fast 1,9 Sekunden zum Porsche. Und das sind eigentlich sogar Welten, wo man schon spricht, weil wo hat man diese Zeit dann rausgefahren? In den Kurven meistens. Das beweist er, er kann es. Er kann es einfach. Die Giulia kann schnell sein. Die ist aber auch super einfach zum Fahren. Wenn wir jetzt mal gucken, Toyota GR 3.0, wir waren ja im Spiel auf der Rennstrecke, da hat der Supra seine Vorteile. Aber im Kurvenbereich hat die Alpha, der 4C seine Vorteile. Ich bin halt jetzt nur noch sehr gespannt, wie sehr die nächsten Modelle, die wir dann hier reinkriegen, wie die hier auf der Strecke performen. Wir bekommen ja noch den Alfa Romeo 8C, den großen Bruder des 4Cs. Und das ist schon ein Supersportwagen schon. Und ob der das packt, das ist auch noch die andere Frage, weil der 8C hat einen Frontmotor. Und das ist halt die interessante Sache. Dementsprechend sage ich Tschüss und Adios, Amigos. Wir sehen uns ganz normal im nächsten Livestream und Let's Play Folge. Also Adios, Amigos.